Herzlich willkommen wieder mal. Impuls von mir, Georg Tigruber, habe ja die Ökonomie der Menschlichkeit gründen dürfen. Und ja, Wirtschaft, Menschlichkeit, diese Verbindung. Es sind immer sehr, sehr interessante Gespräche, wenn man mit auch Gelehrten spricht. Es geht um Wirtschaftswachstum. Ja, wir können wachsen. Wir können definitiv wachsen, aber nicht materiell, sondern als Mensch. Das ist definitiv die Zeit, das ist der Punkt. Wo gehen wir generell hin mit der Wirtschaft? Na, es wird ein Neustart brauchen. Es wird einfach eine Wirtschaft geben müssen, die dem Menschen dient. Es ist definitiv so, das können wir uns im Moment nicht vorstellen. Und gerade jetzt so im Frühling geht es wieder um die Prognosen, wie schaut es heuer aus? Und es wird in eine ganz andere Richtung gehen. Wird kein Stein auf den anderen bleiben und das ist ganz, ganz eine große Chance. Natürlich mit viel Ängsten verbunden, aber vieles haben wir nicht mehr in der Hand. Und was auch definitiv ganz, ganz klar ist zwischenzeitlich, diese ganzen Pläne der EU und alles, was von oben kommt, das dient nicht unserem Leben und ihrem Lebensraum. Wir dürfen selbst gestalten, wir dürfen uns selbst ermächtigen. Und genau das machen wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit. Jetzt geht es aber uns ganz wesentlich darum, dass es nicht irgendwelche Bösen gibt. Und ich habe da so ein Glas dann kann ich jetzt sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Oder was wird es noch geben? Es ist halb gefüllt. Und das ist unser Ansatz, dass wir überhaupt nicht bewerten, sondern dass wir einfach gestalten. Denn wir gehen davon aus, alles, was wir haben, so jetzt als Realität, das hat eine Ursache und das haben wir mitgestaltet, das haben wir Bewusstsein zu tun. Darum der Bewusstseinswandel so wichtig und nicht der Systemwandel. Was ist der Stand in der Ökonomie der Menschlichkeit? Wir haben ja 2 Jahre sehr im Hintergrund gewirkt und ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Video wird. Und in diesen 2 Jahren haben wir gemeinsam kreiert. Das heißt, alles, was wir jetzt haben in der Ökonomie der Menschlichkeit, kommt nicht aus einem Schubladel, aus einem Team, das sie hingesetzt haben, sondern wir haben sehr beherzte, engagierte Unternehmer agiert und oft sehr irrational agierende Unternehmer. Das ist auch sehr, sehr interessant, die sehr erfolgreich sind, aber hätten die auf die wirtschaftliche Lehrmeinung gehört, dann würde es das Unternehmen gar nicht geben. Und wir sind irrationale Wesen, wir versuchen halt immer nur alles rational darzustellen und rational zu agieren. Und sehr, sehr interessant, der Ursprung von dem Projekt liegt ja circa 12 Jahre zurück oder im 13. Jahr. Und der allererste Rollup, den wir gehabt haben, war dieser hier. Fühlen, denken, habe ich das damals genannt. Rechte, linke Gehirnhälfte. Und da ist ganz interessant, wenn man jetzt von den Gehirnhälften, wo wir jetzt agieren, aufbauen, so baut sich die Wirtschaft auf. Das ist eben die linke, die analytische Bereich. Und da liegt die Bewertung, die Konzentration, die Urteilsbildung, die Kontrolle, die Fakten, die Ordnung. Und auch die Angst. Und in dem Bereich bewegen wir uns im Moment und wir werden das Wirtschaftsparadigma wandeln müssen, weil es einfach dem Zeitgeist entspricht. Man sieht es an Mitarbeitern, an der Schöpfung von vielen, das ist völlig sinnentleert. Die Frage ist, wo ist der Ausgang? Und da stellen wir uns als Ökonomie der Menschlichkeit zur Verfügung. Wir sind nicht die Ökonomie, sondern wir agieren als Verein für beherzte Unternehmen, dass wir gemeinsam wirken, gemeinsam sichtbar werden. Und jetzt noch der andere Teil unserer Wahrnehmung und Ausdruck, der uns oft von Glaubenssätzen und vielen, vielen Prägungen genommen worden ist, eben dieser fühlende Teil. Da ist die Emotion drinnen, da ist die Selbstwahrnehmung drinnen, Überzeugungskraft, Risikobereitschaft, Spontanität, die physische Aktivität, das Umsetzen, das Tun. Wenn ich das fühle, umsetze, das ist damit gemeint und das Vertrauen. Und dann haben wir gehabt die Angst und da haben wir das Vertrauen. Und was wäre Ausdruck für Vertrauen? Und das ist auch unsere Messbarkeit des Bereiches der Menschlichkeit. Einerseits die Ökonomie, misst sie im Geld, kennen wir zur Genüge. Ist auch wichtig, der wirtschaftliche Ertrag, der soll sogar noch besser sein für die Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit. Weil nur wenn ich einen guten wirtschaftlichen Ertrag habe, kann ich eben viele, viele tolle Dinge tun.
zugunsten aller. Und der emotionale Teil, eben dieser menschliche Teil, der misst sie in Freude. Wir folgen der Freude, das ist die Einladung. Und jedes Mitglied ist eingeladen, den Freudestatus im Unternehmen zu ermitteln. Um dann zu sagen, arbeiten wir mit diesem gemeinsamen Anliegen Freude weiter, wirken wir gemeinsam, schauen wir, dass wir die Freude nähern. Und das ist ein genialer Ansatz, denn man kommt aus der Angst, man kommt aus der Routine raus. Das Menschliche, diese Freude, das ist verbindend, das ist nährend. Es ist noch völlig ungewohnt. Und dieses gemeinsame Anliegen, da ist ja der Ursprung Gerald Hüther, genialer Gehirnforscher. Und der hat damals schon gesagt, wenn es uns gelingt, ein gemeinsames Anliegen zu finden, das alle motiviert, dann kann da ganz, ganz viel entstehen. Und bei dem Punkt sind wir jetzt. Und wieder ganz interessant, ebenfalls ja, ein Menschenspezialist, sage ich jetzt, Christian Schubert, mit dem habe ich kürzlich ein Interview machen dürfen und habe ihm die Frage gestellt, wieso haben Menschen, Unternehmer Bammel, die Ökonomie der Menschlichkeit zu zeigen? Weil wir sind jetzt bei dem Punkt, dass die ersten Logotafeln kommen. Und deshalb habe ich auch so ein schönes Hemd an, weil es ist für mich ein Feiertag. Es ist mehr und mehr zum Feiern, weil man sie zeigt, weil man sie nicht nur selbst ermächtigt, sondern weil man das auch entsprechend kommuniziert, also selbst wirksam wird. Und diese Logotafel, die so ausschaut, das ist eine davon, die A3, die prangt dann bei dem jeweiligen Geschäft, Lokal, Gastronomie, Hotel, was immer es ist, auch erzeugende Unternehmen. Also wir wollen auch große dabei haben. Und wenn man diese Logotafel sieht, Ökonomie der Menschlichkeit, kriegt man vielleicht halt andere Fragen gestellt. Menschlich, ist es menschlich? Dient es allen in einem Kreislauf? Man darf sie zeigen, man darf offener kommunizieren, aber von beiden Seiten. Denn der Kunde ist nicht König, sondern alle wollen wir Könige werden. Es darf auf Augenhöhe agiert werden und es darf wertgeschätzt werden, was in dem Sinn passiert. Und diesen Christian Schubert habe ich ihm die Frage gestellt, wieso eben da einige Herausforderungen haben, die Logotafel anzubringen. Wir begeben uns definitiv von diesem materiellen Bereich in den menschlichen. Gerald Hüther nennt es vom Objekt zum Subjekt. Von der Materie, von dem Greifbaren zum Subjekt, zum Menschlichen hin. Und diese menschliche Berührung uns zu zeigen oder zeigen zu dürfen, das ist so sehr entscheidend wichtig. Wir sind in einem Gefängnis im Moment. Wir funktionieren, wir trauen uns nicht auszudrücken. Wir haben Angst vor Verletzungen, all diese Dinge. Und da dürfen wir uns einfach in dem Sinn wieder annähern. Und das ist eine riesige Chance. Und wie es mit der Wirtschaft weitergeht, das wird in unseren Händen liegen. Die Zukunft ist nicht vorbestimmt, wir gestalten die. Nur im Moment gestalten wir sie passiv. Das heißt jetzt, im Moment gestalten sie eher die Großen, die Globalen, die uns permanent sagen, was wir zu tun haben, wo wir hingehen. Wir haben aber in unserem Bereich so, so viel Gestaltungsmöglichkeiten, genau um das geht's. Und da sind wir schon gestartet mit den ersten Logotafeln, die wir übergeben haben. Und die Öko-Feldinger, Elisabeth Feldinger, da prangt die Logotafel bereits und die hat allen Kunden dieses Kärtchen übergeben oder mitgegeben. Und das ist genau ein Ausdruck, wo wir uns sichtbar machen. Wo wir eine gemeinsame Kraft kriegen, in die Gesellschaft wirken und so eine Bewusstseinsveränderung passiert. Denn jeder ist entscheidend, mitzuwirken in die eine oder andere Richtung. Nähert er jetzt das Internationale, das Geld ist irgendwo in der Welt, hat er billig gekauft, dann ist das seine Entscheidung. Oder er sagt, ich kaufe günstig und ich nähere unseren Lebensraum. Und in unserem Lebensraum ist ja auch der Erlebensraum dabei. Wenn wir keine Ladengeschäfte mehr haben, wenn wir keine Infrastruktur mehr haben, wenn wir keine Begegnung mehr haben, dann sind wir richtig rationale Wesen und dann unterscheiden wir uns gar nicht von der künstlichen Intelligenz. Weil die Unterscheidung der künstlichen Intelligenz liegt nicht in der Ratio, in dem bisherigen, sondern das liegt genau da mit der Emotion, mit dem Zeigen, mit dem Gefühl. Das ist unsere ganz große Chance und das darf man fördern und das ist unser Ansatz in der Ökonomie der Menschlichkeit. Und wenn ich das jetzt noch vorlesen darf, da von Mirko Feldinger, Elisabeth Feldinger und Team, also liebe Kundinnen, lieber Kunde, herzlich willkommen. Ja, so fühlen wir es auch. Herzlich willkommen in unserem Geschäft.
Aus vielerlei Gründen sind wir überzeugt, dass es die menschliche Begegnung in der Geschäftswelt braucht. So sind wir gerne ein besonderer Begegnungs- und Versorgungsraum und wirken für eine Ökonomie der Menschlichkeit. Wir glauben an ein Miteinander und an eine Wirtschaft, die dem Leben dient. Ein Ausdruck von Menschlichkeit ist Freude. Diese wollen wir selbst leben und als unverkäufliches Geschenk mitgeben. Herzlichen Dank. Durch Ihren Einkauf fördern Sie auch unseren Lebensraum. Unsere Geschäfte in der Region sind als naher Arbeitgeber ein unwiederbringliches Kulturgut. Und so wird das auch entsprechend kommuniziert, kommt da sehr gut an. Und wichtig ist, wir wirken branchenübergreifend. Also es, alle Branchen sind willkommen. Als Beispiel haben wir mal einen Elektriker an Bord, der so 30 Mitarbeiter keine Mitarbeiterthemen hat. Wobei das Mitarbeiter, Probleme hat, Mitarbeiter zu finden, wobei diese Thematik wird sich eh ändern. Es werden ganz, ganz viele Mitarbeiter da sein, denn dieses Wirtschaftswachstum, das geht jetzt genau in die gegenteilige Richtung. Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist so. Und wir können es auch nicht ändern, aber was wir machen können, ist, dass wir resilienter werden, dass wir innere Stärke aufbauen. Es wird ihn danach geben, das viel, viel ethischer, viel menschlicher sein wird. Und darum ist es wichtig, dass wir uns jetzt finden und alle Unternehmer, die sich angesprochen fühlen, registriert euch. Und mit dieser Übergabe der Logotafeln geht es ja weiter. Wir haben im Juni jetzt zwei in Niederösterreich und dann einmal in Bangau, da beim Holzcenter Weiß. Das ist der erste Unternehmer, der uns unterstützt hat. Und in dem wird es das alles nicht geben. Und es sind immer ein paar wenige, die einen Wandel schaffen. Immer ein paar wenige Menschen, die sich aufmachen, was Neues in die Welt zu setzen. Und das haben wir beständig dahinter und haben wirklich schon Tolles kreiert. Das steht. Jetzt geht es richtig darum, dass wir in die Freude kommen, in die Gänge, in die Breite kommen. Natürlich auch mit Freude und drum eben dieser Freudestatus. Ich gebe was mit, was man nicht kaufen kann. Ich gebe da ein Paket Freude mit. Ich lebe das. Machen wir uns einfach auf. Die Ratio zu fragen über diese Dinge ist völlig falsch, weil das in dem anderen Bereich liegt. Ich kann nicht sagen, jetzt kann ich das nicht greifen, aber ich kann es fühlen, ich kann es spüren. Also was Zwischenmenschliches. Und ganz, ganz wesentlich ist noch, dass wir auch auf wirtschaftlich gute Beine stehen. Es wird Vermögen angehäuft von Unternehmen und noch ein Unternehmen gekauft und noch eine Immobilie gekauft. Das ändert sich jetzt auch gerade alles, weil die Wertbeständigkeit nicht mehr da ist. Das Geld ist nicht mehr so wichtig. Und für uns sehr wohl. Und wenn das jetzt ein Unternehmer sieht, der sich angesprochen fühlt, herzlich willkommen. Wenn wir jetzt ein paar Millionen Euro haben als Ökonomie der Menschlichkeit, dann können wir in einer riesen Geschwindigkeit weiterkommen. Denn die Kommunikation, die Sichtbarkeit, die ist entscheidend wichtig. Und es gibt eine Menge an Projektideen, an Tourismus, dass man ja Plattformen hat, wo man ja menschlichen Urlaub bucht. Und wir sind sehr abhängig von großen Systemen. Und das können wir nur selber umtragen. Also ein österreichweiter großer Online-Shop zum Beispiel wäre es. Gäbe noch viel zu erzählen. Wir haben einmal im Monat ein Info-Zoom. Menschlichkeit.jetzt. Einfach reingehen auf die Internetseiten, mitwirken. Jeder ist entscheidend wichtig und wir können die Zukunft gestalten. Wir glauben immer, als einzelner Unternehmer ist man eh machtlos. Aber deshalb wirken wir und deshalb stelle ich auch ich mich zur Verfügung. Weil wir gemeinsam über die Ökonomie der Menschlichkeit immer wieder eine Botschaft wiederholen, wie die Großen auch, die machen die Botschaft der Trennung und das brauchst du jetzt nur, dass du glücklich bist. Und wir drehen das um und sagen, ja, es braucht eine menschliche Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung, die unserem Lebensraum dient. Wir zeigen auch, oder die Unternehmer zeigen auch, wie Produkte entstehen bei uns in Österreich, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, zu global agierenden Unternehmen. Da ist ganz, ganz viel Potenzial. Und was wir oft hören, und das ist wunderschön, dass Menschen immer wieder sagen, ich bin so gern in der Ökonomie der Menschlichkeit, weil ich da einen Geist spüre. Ich fühle mich da wohl, das bringt Energie, das aufbauen. Also die Ökonomie der Menschlichkeit ist kein Netzwerk, sondern das ist wirklich der Ausdruck für diese neue Wirtschaft, wo wir eine zweite Wirtschaftssäule etablieren, die sich in Menschlichkeit zeigt und wo der Ausdruck eben die Freude ist. Und diese Freude, die werden wir in die Gesellschaft bringen. Und so bauen wir Österreich
emotional wieder auf, weil was bringt uns das ganze Geld, wenn wir als Gesellschaft keine Zukunft haben? Und es geht dann nicht mehr um den einzelnen Unternehmenserfolg. Der Unternehmer, der sagt, was habe ich da davon, der stellt die völlig falsche Frage. Es geht um unsere aller Zukunft. Natürlich profitiert jeder Einzelne. Aber es geht um die Wirtschaft, um unsere Kultur, ganz, ganz wesentlich und somit um die ganze Gesellschaft. Sehr herzlich willkommen. Wenn dich das Video inspiriert, teile es, kommuniziere das Ganze weiter, übernimm Selbstverantwortung, werde Teil der Ökonomie der Menschlichkeit. Das ist die Einladung. Dankeschön.